Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Tag 15, 6 Uhr haben wir's. Und ja, ich steck fest. Scheiße. Mann. Zum Glück können wir es einfach mal aufnehmen. Oh, ich muss es unbedingt wieder zumachen. So, wieder mal mit rumbekleckert hier. So, einmal hatte ich eigentlich Repair-Kits, aber ja viel. So. Auf geht's. So, ja, wo wollte ich eigentlich hin? Da wollte ich hin. Hoffe ich. Ja gut, wir können natürlich auch erstmal das hier anpeilen, dann sind wir direkt drauf auf der Straße. Hier sieht man ja gar nichts. Alles zugewachsen von den ganzen Bäumen hier. So, ja. Mein Plan. Mein Plan sieht vor, ich will ja mit dem Bike nachher Richtung, Händler fahren. Das ist jetzt erstmal so der erste Weg. Und dann müssen wir mal gucken. Also beim Händler wollte ich ganz gerne ein paar Quests annehmen. Und dementsprechend natürlich auch erspielen. Und dann müssen wir sehen, ob das ganz gut klappt oder nicht klappt. Ja, und dann ein paar Punkte sammeln und pipapo und ein bisschen rumlooten. Ein paar Sachen verkaufen. Habe ich ja ein bisschen Loot dabei, da den ganzen Kremsel. Ich habe jetzt allerdings den Bogen. Ich hatte ja noch so einen Level 2, so einen fortschrittlichen Bogen hatte ich jetzt noch. Den hatte ich jetzt zerlegt, weil ich dann doch eher die Parts nutzen wollte, falls wir uns mal irgendwann einen neuen Bogen craften. Das ist, glaube ich, ganz... wohin müssen wir überhaupt? Wir müssen links runter. Oder? Ja, wir müssen links runter. Und dann fahren wir mal Bergbank Forge. Dann fahren wir mal hier rüber. Ist natürlich am Arsch des Planeten, aber düsen wir erstmal durch. Ich will hoffen, dass es hier mit der Temperatur so einigermaßen hinhaut, naja. Ja, das ist das eine, was ich machen wollte. Vielleicht so ein, zwei Tage werden wir damit locker beschäftigt sein. Vielleicht kriegen wir auch mal das eine oder andere gute Rezept nochmal gekauft. Das müssen wir dann mal sehen. Und eben, vielleicht kriegen wir das eine oder andere ja auch nochmal von den Bonis und von den ganzen Quests und sowas. Vielleicht kriegen wir da auch noch mal was Gutes bei raus. Schauen wir erstmal. Und dann der zweite Part, also nachher schon Richtung 21er Horde. Da wollte ich dann sehen, dass ich würde noch nicht so weit gehen zu sagen, bis dahin schaffe ich es auf jeden Fall, da mein Hordenhaus zu bauen. Oder meine Kampfzone nenne ich es jetzt mal. Soweit würde ich jetzt vielleicht noch nicht gehen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe in der Zwischenzeit schon das, was ich bauen will, schon bei anderen Streamern teilweise sogar gesehen. Huch. Haben wir den verkauft? Sell Price. Haben wir auch noch ein bisschen Krams drin. Hatte ich den markiert? Hatte ich. Und das scheint ganz gut zu funktionieren. Also ich werde da so eine Falle bauen für die Zombies. Ich hatte das ursprünglich bei einem amerikanischen, naja, auf jeden Fall beim englischsprachigen Stream hatte ich das mal gesehen, das erste Mal. Streamer nicht, Blödsinn, bei YouTube habe ich das gesehen. Und da hat es mir eigentlich recht gut gefallen, weil es auch wirklich gut funktioniert hat. Und das wollte ich eigentlich so mal nachbauen, im eigenen Stil nachbauen. Und ich habe das noch bei dem einen oder anderen deutschen 7 Days to Die Streamer schon gesehen. Und da hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert. Müssen wir mal gucken, was wir daraus bauen. Ansonsten können wir es ja immer mal wieder umbauen, erweitern und so weiter und so fort. Wir werden sowieso nicht am Anfang gleich alles fertig kriegen. Hauptsache, es kommen noch keine Demolisher. Das wäre sonst ein bisschen blöde. Aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal irgendwo anfangen. Ich werde erstmal mit Holz anfangen. Und das Ganze dann nachher natürlich mit Flagstone entsprechend auskleiden. Ich sehe schon gerade. Das OBS sagt 27 FPS. Das ist natürlich nicht so prall. So. Weiter geht's. Allzu lange werde ich mich auch hier nicht aufhalten beim Händler. Also mal abgesehen jetzt natürlich von den Quests. Ich weiß natürlich nicht, was da noch bei rumkommt. Das eine Baustelle da hinten, das könnte vielleicht auch mal ein bisschen Material beherbergen. Das ist vielleicht auch mal gar nicht so schlecht, da mal vorbeizugucken. Aber naja, das ist... Hätte mal noch... Hatte ich eigentlich eine Schaufel dabei? Was ist hier los? Hey. Der greift mich jetzt an, oder wie? Moin.
Gute Nacht. Ah, ich mag die Armbrust. So. Zack, weiter geht's. Hatte ich eigentlich die Schaufel dabei? Das wollte ich eigentlich gerade... Ja, eine Schaufel hatte ich extra mitgenommen. Okay, weil ich nämlich noch ein bisschen Sand mitnehmen wollte. Und wenn ich mir daraus erstmal nur Gläser herstelle... Naja, dass ich auch überall immer... Dass ich immer so neugierig sein muss. Das dürfte eigentlich alles leer sein. So, wir sind aber auch gleich schon da. Es ist gar nicht so weit, wie ich das jetzt gedacht hätte. Man ist nicht eben um die Ecke, aber es ist auch nicht so weit weg, dass man jetzt gar nicht hinfahren kann. Es wäre natürlich schöner, das Ganze mit einem Minibike zu machen. Ganz klar, aber was nicht ist, ist eben halt nicht. Vielleicht haben wir die Chance, ein Minibike nochmal freizuschalten. Beziehungsweise, ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir das Rezept dafür gekauft. So, okay. Gehen wir erstmal rein. Welcome to Trader Joe's. I don't guarantee a thing, except that I don't like you. Ja. So, Inventory. So, was wollen wir verkaufen? Die Nuggets wollten wir verkaufen. Da kriegen wir 54 für. Die können wir ganz entspannt verkaufen. Die kennen wir ja schon. Haben wir sogar zweimal mittlerweile. So, die ganzen Schuhe wollte ich verkaufen. Eisenhelm wollte ich verkaufen. Die Fliegerbrille. Die hatte ich ja, glaube ich, schon, ne? Ich glaube, die, ja, genau, deswegen wollte ich die eigentlich verkaufen, weil ich ja schon eine habe, eine Fliegerbrille. So, wir verkaufen den ganzen schönen Kram. So, Speer verkaufen. Schuhe verkaufen. Tee behalten wir natürlich. $552. Pickaxe können wir auch vertickern. Schraubenschlüssel können wir vertickern. Und die hatte ich ja für mich jetzt dabei. So. Steinarmbrustbolzen wollen wir auch verkaufen. Sowieso nur Sell Price, alles klar. Gut, dann schauen wir mal, was können wir denn mal bei ihnen kaufen, Schönes. Manchmal Secret Stash. Shotgun Messiah Volume 6. Extended how much ammo your shotgun holds. You can craft shotgun magazine tube mods. Kostet mal eben 1000. Grandpa's Motorcycle. 20.000 ist da fast geschenkt. Hier, M60 Maschinengewehr. Schön wär's. Granatenschematik. Nightstalker, was können wir da? Best to come late to party, do extra 20% sneak damage to the sleeping victims at night. Ach, at night, ja. Chance to cause bleeding wound, regular attack. Ingram Parts, Motorcycle. Oder Brille ist es nicht, was wir bei ihm. Alien. Oder Klops. Noch nicht. Munition könnte man natürlich nochmal kaufen. Dann haben wir noch 48 Schuss. Das haben wir im Verkauf. Okay. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. So, any jobs? Buried Supplies. Wir machen mal Buried Supplies. Einmal 467 Metern. Und dann haben wir nochmal 343 Meter Richtung Norden. Ja. Blockhead, I'll give you work, but you better not disappoint. Ah ja. Ja, fuck es ab. Ja, deine Mutter. Ja, ist klar. So. Schaufel nimm mal mit. Forest Supplies, das haben wir auch mit dem Cookie immer ganz gerne gemacht. So. Das ist natürlich dann erstmal entspannt. Das ist da hinten. Markiere mir das mal. Das. So, können wir mich auch gleich noch ein bisschen Sand raus. Das ist ja auch fein. Ja, schön. Da komme ich natürlich nicht rüber. Ups. Ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so optimal, was ich hier mache. Ist ja schließlich kein Mountainbike hier.
So, wie weit bin ich noch weg? Oh, wir müssen ein ganzes Stück. Ah, vielleicht hätten wir nicht so querfeld einfahren dürfen. Vielleicht sowieso mit dem Bike vielleicht nicht so schlau hier durch die Gegend zu düsen. Aber hier ist, glaube ich, ein kleiner Weg, ne? Ja, wunderbar. Dann können wir doch hier schon mal längs juckeln. Können wir gleich zu Fuß weitergehen. Hauptsache, wir haben erstmal so eine kleine Strecke, wo wir mit dem Rad erstmal weiterkommen. Bloß ist es da oben, dann fange ich aber an zu weinen. Aber scheint mit der Temperatur eigentlich so ganz sauber zu laufen. Also, dass ich hier noch keine Temperaturstrikes habe, das finde ich schon ganz gut. Da kann ich ganz gut mit leben, muss ich sagen. Aber ich glaube auch der Hut, der hat ja auch nochmal, oder diese Mod, die ich mir ja dafür extra angefertigt habe. Nee, die ich gefunden habe, Blödsinn. Die zieht das auch ganz gut. Glaube ich auch irgendwie so plus 3 oder so. Was hatte die nachher an Werten? Oh, jetzt hier da. Das mitnehmen. Wo war ist es denn das jetzt da oben? Okay, das ist garantiert irgendwo da oben in Gebirgskette. Müssen wir irgendwie da hoch. Müssen wir jedenfalls laufen. Oder wir fahren hier hinten nochmal rum. Dann haben wir es vielleicht noch ein Stückchen näher dran. Ich weiß ja auch nicht, ob an der Rückseite noch irgendwas ist. Ja, komm, dann gehen wir hoch. Was soll's. Da sind wir wahrscheinlich insgesamt schneller mit, als wenn wir jetzt da irgendwie versuchen, mit dem Rad noch hochzufahren. Hochquälen hier. So. Ah, vielleicht hätten wir doch mal das Rad nehmen sollen. Also auf die andere Seite rüberfahren, ne? Und zur anderen Seite fahren und von dort aus dann weiter kraxeln. War vielleicht nicht so schlau, aber zumindest kommen wir dann etwas schneller runter. Das hat ja dann auch Vorteile. Da bin ich mal gespannt. Warte mal, nehmen wir mal den Knüppel ausnahmsweise. Plonks. Plonks. Mist. Ja, siehst du mal. So, jetzt wird uns auch so langsam warm. Ach, guck mal, hier ist eine Straße. Nein, verdammt. Wenn wir doch mal hochfahren sollen. Naja, gut. Okay, jetzt sind wir vorbei. Das ist sicherlich doch nach oben, oder? Ah. Wenn wir mal hier auf die andere Seite kommen. Kommen wir vielleicht hier rüber. Oder auch nicht. Ah, doch, hier können wir uns, glaube ich, so ein bisschen hochmogeln. Weit weg scheinen wir nicht mehr zu sein. Aber auch tief nach unten. Also müssen wir wieder einmal um den Berg gleich rumrennen. Das ist natürlich. Das ist natürlich I. Kann ja auch zeitmäßig erstmal noch schaffen. Eine Schlange. Lockpicks, so. Da kann ich gut mit. Ah, okay. So. Schlange beschäftigt sich dahin noch ein bisschen. Okay, vielleicht hier so.
Ich fange mal hier an zu buddeln. Ah. Zack. Schon gefunden. Moin. Ach, jetzt kommen ja wieder die Garstigen. Komm mal. So. Mal ein bisschen Stamina sammeln. Ups. So. Da kommt noch mal die Schlange. Ah. Und direkt mit Headshot. Guckt euch das an. Ah. So. Ja, ja, siehst du mal. Nicht mit mir, nicht mit Commander. Mal gleich das Fleisch mit. So, gucken wir mal, was wir Schönes gefunden haben. Wir hatten nämlich da war immer noch was bei. Steak and Potato Meal Recipe. Zack, gleich benutzen. Das ist das Zeug für den unseren Händler. Ein bisschen Leder dabei. Gut, Wildbret hat uns gleich alle eingesammelt. Ein bisschen was zu futtern. Okay, geil. Sehr schön. Gut, wir müssen wieder zu unserem Bike zurück. Ob wir hier wieder hochkommen. Achso, was zu trinken. So. Gucken, ob wir auf denselben Weg wieder zurückkommen. Also ich meine, geht es wenigstens dann bergab. Also wir ein bisschen schneller dabei. Und siehst du, hat auch gut funktioniert. Ich glaube, es hat sich auch ganz gut gelohnt. Ich hatte, glaube ich, einen Punkt investiert in Treasures. Also dass man halt eben, dass dieser Kreis, dieser Radius etwas kleiner wird. Und ich glaube, das hat es dann doch schon ganz gut gerissen. Vorsichtig, ich will mir hier kein Bein brechen. Das wäre hier echt... schade. So, dann machen wir gleich ab zum Händler. Ab zum Händler und dann schauen wir mal. Komm mal ran. Arr. Ups. So, gute Nacht. Wieder mitnehmen, hoffe ich. Sehr schön. Dann läuft auch noch einer rum und ein Schwein läuft da noch rum. Können wir uns auch gleich mal, würde ich sagen. Längs mit der Pistolette. Ich habe immer so ein bisschen Angst bei denen. Einer gleich über den... gleich kaputt machen. Mist. Ups. Los! Los! So. So, mal gucken. Mal ran hier, Schwein. Oh, da war schon ein bisschen garstiger. Dann muss gleich mal das Schwein mit so sein. Essen war ja sowieso immer so unser Problem. Von daher können wir das gleich mal nutzen. Schon wieder entkambert, wie es aussieht. Das kann auch sein, dass es... Ah, nee. Ich muss mir einfach nur mal aufstehen, dann kommen wir auch einen Schritt weiter. Mike. Ne? Ja. Das. Gut. Dann, wo war der Händler jetzt? Dann war da hinten. Dann können wir gleich den Kram vertickern. Mal gucken, was wir gleich als Belohnung kriegen. Mal abgesehen von den Punkten. Vielleicht da was richtig schön Feines. Irgendwie so ein... ja, so eine Überwaffe. Irgendwie so ein richtig schönes, fettes... oh. Richtig schöne Leisure-Waffe. Aber das ist nicht so das Gelände für ein Fahrrad, ne? Also, zumindest nicht für so ein Fahrrad. So, schaffen wir die anderen Barry Supplies auch noch? Ja, ne? Kommen wir auf dem Weg eigentlich dahin? Ne, wir müssen hier auf jeden Fall, wir hätten mal links abbiegen sollen. Ja, okay, komm, lass uns mal wieder zur Hauptstraße. Das bringt so nichts.
Das ist blöd. Lieber wieder ab zur Hauptstraße und dann fahren wir den halt den kleinen Umweg. Aber da sind wir, glaube ich, ein bisschen entspannter da. Da sind wir, glaube ich, echt entspannter. So, dann machen wir noch die anderen Buried Supplies. Ich glaube, das waren die einzigen zwei, die er hatte. Ich denke mal, bevor das, wenn wir das nachher durch haben, die Buried Supplies, die zweiten, dann können wir ja schon fast viel zurückdüsen. Warum hatten wir den schon? Ja, hatten wir schon. Ich werde immer nervös, wenn ich irgendwo irgendwelche Taschen sehe, da muss ich unbedingt anhalten und gucken. Was kann ja genau die eine Tasche sein, wo richtig was Geiles mit bei ist? Und dann ärgere ich mich im Nachhinein wieder oder suche wieder Stunden, Tage lang. So. Schon wieder durstig. Und ein bisschen was futtern können wir eigentlich auch nochmal. Lamb Ratio. Muss mich auch gleich mal heilen. So, da bin ich schon mal ein Freund. Brustpanzer oder Erste-Hilfe-Verband? Ich sage Erste-Hilfe-Verband als erstes. 2500 TP und 560 Jetons. Ey, gut. Do you have any jobs? Bird Supplies, 467 Meter Richtung Norden. Nehmen wir. Ja, 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 bla, 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 bla. Ja, ja. Ja, er ist immer noch am Labern. Hör mal auf jetzt. So, bis mal 11. Brauchen wir dann das andere? Die anderen Buried Supplies. Ach, da. Markieren wir das immer noch mal ganz gerne rot, weil ich das sonst immer so schwer sehe, irgendwie auf der Karte. So. Machen wir die nächsten Buried Supplies. Vielleicht schaffen wir sogar noch eine Quest. Müssen wir mal sehen. Dum, 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 dum. Jo, moin. Ah, dann soll ich gleich da sein. Kurz davor sind wir jedenfalls. Hier so. Hol mich mal hier runter. Oh. Mist. Ich muss hier raus. Oh, komm ich nicht raus aus dem Loch. Moin Jungs und Mädels. So, dann machen wir erstmal Ulken Wave 4. Da kommt noch einer angekrochen. Ach Mist.
Fast gute Nacht. Oh, halt, warte. Ah, ich glaube, der hat schon geworfen, oder? Ja, sieht so aus. Mist! Ah, ich brauche noch mehr 9mm Munition. Das ist so geil mit 9mm Munition. Och komm, da war ich direkt drauf. Und ich krieg vielleicht noch mit einem Knüppel niedergemäht. Und da war doch noch einer irgendwo da hinten, ne? Da krabbelt auch noch einer rum. Na, komm ran. Oh, vielleicht sollte ich jetzt mal nachladen. Och. Ja, so will ich das sehen. Zack, Kopf weg. So will ich das sehen. Super. Haben wir. Was haben wir überhaupt gekriegt? Also wir haben ein Stück Holz. Corn of the Cob. Recipe. Dann haben wir Honig bekommen. Das können wir, glaube ich, mal zerlegen. Gut, müssen was zu futtern. Das können wir an sich gleich vertickern. Kriegen wir wenigstens noch 40 für. Ja, gut. Hat mich jetzt, ist jetzt nicht so der Brüller, aber naja, wenigstens ein bisschen was. Außerdem kriegen wir auch gleich noch XP dafür und wir kriegen noch Geld dafür und noch ein Bonus-Item, was wir uns raussuchen dürfen. Na, passt schon. Wir haben 12 Uhr. Ich bin tatsächlich im Überlegen, ob ich nicht gleich noch irgendwie irgendwas in der Nähe mach. Gucken, vielleicht hat er noch irgendwas. Ein paar Zombies killen oder so. Hm. Bisschen Munition habe ich auch noch dabei. Also mit 9mm könnten wir schon wenigstens ein bisschen was machen. Bin echt am überlegen, ob ich noch 9mm Munition kaufe. Das haben wir ja erstmal jetzt gefunden. Aber die Wege sind natürlich auch ordentlich lang, ne? Also ich bin echt froh, wenn ich dann nachher mein Minibike habe oder nachher das richtige Motorrad. Das wäre schon echt. Aber wem sag ich das? Das kennt ihr ja auch selber vom selber Spielen. Aber am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig. Da bist du schon froh, wenn du erstmal einfach nur ein Fahrrad hast und dann nachher dein Minibike hast. Dann hast du nachher dein Auto, beziehungsweise dein Motorrad und dann dein Auto. Naja. Die guten Zeiten. So. Mal gucken, ob mich gleich wieder voll sülzt. Wahrscheinlich wird das tun. Oh, let me get... Ja. Stunbaiten Antibiotika finde ich jetzt aber auch nicht so verkehrt. Also ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich erstmal Antibiotika. Ich weiß gar nicht mal, was ich zu Hause noch an Antibiotika... Antibiotika hat, aber ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall mitnehmen für den Fall, dass wir mal ein bisschen stärker infiziert sind. Ich glaube, dann machen wir nichts verkehrt mit. Do you have any jobs? Clear Zombies. 1,5 Kilometer entfernt Richtung Osten. Warte mal. Richtung Osten. Das müssten eher in die Richtung. Wir müssen eher was Richtung Norden haben. Ja, was Richtung Norden. Hat er was in Richtung Norden? Da hat alles nur. Weiter in den Süden. 1,5. Ah. Sorry. Was wollen wir noch verkaufen? Corn of the Cob Recipe. Auch nur $40. Grandpa's Moonshine. 40. Ach Gott, Melee Damage plus 400. Stun Resist plus 100. Health plus 600. Damage. Mitigation, keine Ahnung. Stamina Regen, alles klar. Kann man machen. XP Gain plus 20% 4 Minuten lang. Learning Exilier. Elixier.
auch nicht verkehrt. Learn twice as much, twice as fast or something like that. Okay, dann kriegt man einfach mal zwei. Kann man sich auch mal gönnen. So, Holz schmeiße ich mal kurz weg hier. 51 Federn ist schon solide. Können wir noch irgendwas scrappen? Na gut, Erde brauchen wir eigentlich. Obwohl auch nicht jetzt zwingend. Lassen wir es erstmal hier, dann sparen wir uns ein bisschen Stamina. Und sind dann auch nicht encumbered. Komm, wir machen noch eine Quest. Ja. So, wir machen mal Clear Zombies 1. White River Runners. Was? Runners? Go proof that you have part of we need clear Zombies. Okay. Gut, dann düsen wir mal los. Ich weiß gar nicht, nach Clear Zombies müssen wir dann auch zum Händler wieder zurück? Ich glaube ja, ne? So, wo sollen wir denn hin? Da hinten hin. Da oben. Das ist doch aber... Das verbranntes Bio? Ja, ne? Moin. Verbranntes Biom. Gute Nacht. Na komm. Ja, schön. Noch mal schon Fleisch mitnehmen. Auch wenn wir ein bisschen in die Überminuten gehen, aber wir werden die Quest dann noch machen. Wie kommen wir da am besten hin? Da hochfahren. Da müssen wir hin. Ja. Ja, es ist natürlich mit dem Fahrrad ein bisschen schwierig, aber okay. Aber sollten wir zeitmäßig, sollten wir es eigentlich noch schaffen. Aber eigentlich ist eigentlich. So. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle mal ein kleines Aufnahmepäuschen und dann schalte ich euch gleich wieder ein, wenn wir da sind. Ich sage, ne, dann müsst ihr mir nicht die ganze Zeit zuschauen, wenn ich hier mit einem Drahtesel durch die Gegend gurke. Was denn? Achso. Ne? Dann sehen wir uns quasi gleich. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon. So, ich habe aber nochmal eben kurz den Hirsch hier mal erspäht. Wenn man gleich stehen bleibt, dann haue ich ihn gleich mal einen Pfeil direkt in den Kopf. So soll's sein. Sehr schön. So. Gut, hier ist die Quest. Ich bin mal gespannt. Pistolette rausholen. Ein paar Schuss habe ich noch. Ah, mal gucken, ob das reicht. Wenn nicht, dann müssen wir sehen, dass wir rechtzeitig fliehen können. Oh, das Fleisch ist gut. Nehmen wir mit. So. Okay. Und hier drin? Nee. Ja, nix drin, da auch nix drin. Auch schon alles geplündert. Da ist nix drin. Moin Jungs und Mädels. Na, erstmal nur Jungs. Ah, kommt noch ein Kriecher. Och, toll. Ich muss mehr mit Fadenkreuz arbeiten, sonst wird das hier sowieso nichts. Macht. So, mal gucken, wie viel da nachher letztendlich dran sind. Na, ah, toll. Auch mit Fadenkreuz wird das hier nichts. Sehr schön. So, gute Nacht. Clear the area.
So, auch wieder. Moin. Wen haben wir denn da oben? Hübsche Frau. So, die hat es auch hinter sich. Ich gehe dann mal vorsichtig mal erstmal wieder auf Pistole wieder zurück, weil ich immer nicht weiß, was da nachher noch im finalen Schritt an Zombies kommt. Deswegen müssen wir mal schon vorsichtig sein. Ich habe auch noch nicht auf die Bilder geguckt. Da ist nix. Nicht. Und weiter. Slatter. Ja, da ist noch ein Ferrari hier rumkriebelt. Da ist doch 100% was drin, oder? Ja, war klar. Auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Bild. Das ist klar, dann kommen wir auch da ran. Hallo? Aber da sind noch 100% auch noch welche. Na, kommt da noch jemand rausgejumpt? Ja, war klar. Das war so klar. Oh, Digga. Uah. Nein! Ich liebe diese Pistole. Vor allem mit dem Schalldämpfer zusammen. Unschlagbar. Echt unschlagbar. So, kurz hier. Da geht's auch gleich nochmal weiter. Haben wir hier noch was versteckt? Mal da hier mal reinschauen. Na. Kriegen wir hier eigentlich irgendwas raus? Außer Eisen. Na, Kohle kriegen wir noch ein bisschen raus. Gut, okay. Ist doch garantiert noch irgendjemand drin, oder? Oh ja. Och. Weg hier. Moin. Na, nicht frech werden. Ich brauche mehr 9mm Munition, definitiv. Wir haben zwar noch ein bisschen was da, aber das geht natürlich bei solchen Aktionen immer ganz, ganz schnell weg. So, hier haben wir nochmal einen Schrank. Da ist dran. Return to Trader. Ah, okay. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, das ist schon mal gut. Aber hier ist nichts drin, hallo? Hier ist nichts drin. Hallo? Ah. Da noch was. Ah, okay, gut. Ah, gut, ich glaube, die können wir mal zerlegen. Dann Kram nehmen wir mit. Können wir hier nicht irgendwie noch? Ach, hier, von der Seite können wir. Was haben wir da? Oha. Da müssen wir ja mal ein bisschen gucken. Level 5. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Da kann ich schon mal ganz gut mit leben. Da müssen wir tatsächlich mal... Aber da müssen wir mal ein bisschen umbauen.
Wir haben 16.56 Uhr. Das ist die Frage, ob wir jetzt nochmal zum Händler zurückfahren oder ob wir es am nächsten Tag machen. Allerdings müssen wir dann ja auch schon wieder. Was weiß ich, wo lang? Ach gut, den können wir mal zerlegen. Aber wir sind sowieso überladen. So. Sehr schön, das hat auch ganz gut funktioniert. Aber eben halt auch nur mit 9mm Munition. Das hat letztendlich den Ausschlag gegeben, sonst hätten wir wahrscheinlich da auch Probleme gekriegt. So, ich muss mal ein bisschen was trinken. So, und ein bisschen was essen, glaube ich, noch. Sham. Essen noch. Bandagen noch reinpfeifen. Also ich glaube, was wir auch noch scrappen können, das sind mal die Rohre, können wir zerlegen und die Kochtöpfe. Brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Gibt immerhin noch zwei Plätze wieder. Holz, können wir mal gucken, ob wir da vielleicht... nee, da können wir nichts machen. Na gut, da fehlen uns natürlich die entsprechenden Bolzen. Zerlegen. Wieder ein Platz mehr. Den Rest lassen wir mal. Und hier können wir ja auch noch ein bisschen was... Nee, können wir nicht. Moment. Storage. Da. Können wir auch noch ein bisschen was reinschmeißen. Nehmen wir Kohle rein, das rein, das. Und erstmal so die... Das jetzt nicht unbedingt brauchen. Das können wir erstmal hier reinschmeißen. Dann haben wir erstmal... Ja. So. Da sind wir weniger encumbered. So, Frage. Fahren wir jetzt nochmal kurz zum Händler oder nicht? Weil das ist nämlich dann schon ganz gut weit weg. Wir müssen nämlich hier hin und dann müssen wir hier hin. Also, ich tendiere dann eher mal dazu, nach Hause zu düsen. Weil dann hier Querfeld 1 ist, glaube ich, ein bisschen schicker. So, da oben hin. Okay, dann machen wir das sonst. Hä? Denn jetzt... Ah, Nordwesten so ein bisschen. Ach, da hinten. Jetzt sehe ich das auch. Ganz klein. Hey, ich glaube, wir fahren erstmal nach Hause. Würde ich mal so sagen. Und dann nächsten Tag vielleicht nochmal zum Händler oder irgendwie so. Ich glaube, das wäre, glaube ich, ganz angebracht. Gut, ich mache an dieser Stelle erstmal ein kleines Päuschen. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich fahre jetzt erstmal ganz entspannt nach Hause. Oder hoffe, dass ich ganz entspannt nach Hause fahren kann. Und da können wir dann ein bisschen ausmüllen, ein bisschen gucken. Und ich würde mal sagen, sonst am nächsten Tag... Entweder am nächsten Tag, ja, ich denke mal schon am nächsten Tag, mache ich dann weiter. Ich muss mal sehen, ob, dass wir vielleicht noch einen Tag nochmal Händlerquests machen. Ich glaube, das würde durchaus Sinn machen. Ist. Dass wir tatsächlich am nächsten Tag auch nochmal Händlerquests machen, wäre gar nicht verkehrt. Und ihr seht ja selber, das ist immer doch schon ein ganzer Batzen an Weg, den wir hier zurücklegen müssen. Vor allem nachher dann ja auch zu den Quests als solches. Das ist dann ja auch nochmal ganz schön weit. Müssen wir mal sehen. Gut, das soll es aber auch an dieser Stelle erstmal von mir gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Macht die Jungs, bis dann. Tschüss.